Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 303 meines veganen Tagebuchs. Ich bin vorige Woche zusammen mit dem Joachim durch Leipzig gelaufen und dort ist uns ein Straßenmusiker aufgefallen. Der hat gesungen und es war sehr schön. Der Straßenmusiker hat in seine Lieder sehr viel Herz hineingetan. Man hat gemerkt, er ist sehr dabei, wenn er singt, und war sehr, sehr angenehm. Und dann kam es zu einer Situation, die ich euch gleich per Video zeigen möchte, wo zwei Menschen, das waren eine Italienerin und ein Italiener, sich auf eine Art und Weise verhalten haben, wie sicherlich einige sich so verhalten, und für viele, dem wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich persönlich war in dem Moment sehr negativ berührt. Mir hat das richtig wehgetan. Ich war auch erbost, also emotional. Ich habe gesagt, Idioten, also das hört man dann auch noch kurz im Video, und es war einfach, mir tat das weh. Und mich würde interessieren, wie ihr die Situation bewertet, weil generell kann ich verstehen, warum man das normal empfindet, und ich kann auch verstehen, warum man, wie ich, das schmerzhaft empfindet. Aber mich würde eure Meinung dazu interessieren, weil ich denke, dass wir häufig vergessen, dass auch Menschen, die an die Öffentlichkeit gehen, wie zum Beispiel Stars und der Musiker, von dem wir sprechen, das ist Jimmy Kelly, das ist einer von der Kelly Family. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist ein Star, aber das ist schon mal eine Person des öffentlichen Lebens. Und ja, dass diese Menschen eben auch Menschen sind, und wenn er in so einem Lied aufgeht, und er ist tatsächlich in den Liedern aufgegangen, hat sehr emotional gesungen, man merkt das, wenn jemand mit Liebe dabei ist, wenn man singt. Und ja, und dann, ich schau dir erstmal die Situation an, damit wir weiterreden können. Also ihr seht selber, eigentlich normal, man stellt sich halt hin zu jemandem, der ja eh in der Öffentlichkeit ist, und macht ein Foto oder so weiter. Was leider jetzt hier nicht mal zu sehen ist, dass erstmal die Situation an sich hat mir schon gereicht, aber der Mann, der ist dann immer näher an den Rand gegangen, während der gesungen hat, und hat die Frau immer noch ein bisschen weiter gestoßen, damit die wirklich ganz nah dran sind. Und ich fand das einfach unangenehm. Unangenehm, so nah an diesen Menschen, der Bevölkerung, den Zuschauern was präsentieren möchte, der in seinem Singen drin ist, dass man dann einfach wirklich da in seine Aura reingeht und irgendwie respektlos da agiert. Das empfinde ich so. Ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, ob das in Ordnung ist für euch oder nicht. Würde mich eure Meinung dazu interessieren. Mir persönlich hat es sehr, sehr weh getan. Komischerweise, ne? Manchmal bin ich dann doch sehr sensibel. So. Was anderes, der Joachim und ich sind dann durch die Straßen in Leipzig gezogen und haben uns sehr angeregt unterhalten, und auf einmal kam eine junge Frau zu uns und hat so mit dem Finger erst auf mich und dann auf Joachim, oder erst auf Joachim und dann auf mich gezeigt, und hat dann gesagt: Gutes Video, gutes Video, und oder gute Videos, gute Videos. Und dann kurz habe ich verstanden, was sie damit meinte, und du hast mich erkannt, und ihn kennst du auch, auf dem Verweis auf Joachim, weil ich das bemerkenswert finde, dass ein relativ junger Mensch, der ja eigentlich noch in der Phase ist, das durchaus ein bisschen Unbewussten und das Leben genießen, und ja, dass er Joachims Videos kennt, die ja wirklich sehr großen Tiefgang haben, einen sehr intensiven Inhalt, und sie kannte ihn auch und fand das gut und ist dann gegangen. Und das war natürlich so eine Situation, man rechnet ja nicht damit. Ich meine, wenn ich jetzt auf ein veganes Fest gehe oder auf ein Rohkost-Potluck, dann ist mir natürlich bewusst, dass man mich vielleicht kennt durch meine Videos, und da die Community, also vegan und Rohkost, ist ja doch relativ noch überschaubar. Aber so in der Stadt,
ja, das war für mich einfach was Neues. Und von Joachim erst recht. Der Joachim war so überrascht, dass er die junge Frau gar nicht verstanden hat, was sie gesagt hat. Weil sie wirklich sehr forsch auf uns zugegangen ist. Und der Joachim hat mich dann gefragt, was haben die für eine Sprache gesprochen? Was wollten die eigentlich? Also er hat sie wirklich nicht verstanden. Weil sie war sehr euphorisch, sehr lustig und ja, freundlich. Und der Joachim, der hat sie dann wirklich nicht verstanden. Und das war eine schöne Begebenheit, die dann auch meine Laune wieder ein bisschen gebessert hat. Weil die Situation mit dem Jimmy Kelly, das komisch. Also ich, im Nachgang, das ist jetzt schon eine Woche her, frage ich mich, bin ich da überempfindlich, irgendwie übersensibel, was die Situation angeht? Vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten werde ich heute... Für euch heute, ich rede ja nach dem Freitag, das Paket von Sebastian öffnen. Das heißt, ich werde mich dieses Geburtstagsgeschenk, was ich einmal gemacht habe, werde ich öffnen. Allerdings werde ich das erst am Sonntag euch im Video zeigen können, weil ja weil darum gebeten wurde seitens Sebastian, dass ich das wirklich am 3. Oktober, also an meinem Geburtstag, öffne. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da drin ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Sebastian sich ja mindestens in große Unkosten gestürzt hat, um mir eine wunderbare und nie zu vergessende Freude zu bereiten. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, das soll es für heute auch schon dann gewesen sein. Ich würde wirklich gerne von euch erfahren, wie ihr die Situation seht mit diesem Jimmy Kelly. Ob ihr das genau wie ich instinktiv irgendwie unangenehm empfunden habt oder ob ihr gesagt habt, nö, das ist ganz normal, das ist eine Person öffentlichen Interesses, das ist normal, dass man dann einfach hingeht und dann ein Foto macht. Und ja, weil fragen kann man ihn nicht, das ist auch klar, weil er gerade singt, aber vielleicht kann man warten, bis er das Lied zu Ende gesungen hat, oder vielleicht kann man sie etwas weiter wegstellen. Ich persönlich fand es sehr, sehr unangenehm. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich habe gestern eine Situation erlebt, da möchte ich heute nichts dazu sagen, werde ich morgen oder in den nächsten Tagen was dazu sagen, weil das war ein ziemlich intensives Erlebnis. Und ja, aber ich habe es noch nicht ganz verarbeitet. Das kommt dann ja, die Tage bestimmt. Macht's gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Christian.